Dank von Android Next auf dem Präsentationsevent des LG G3 in London. Was wir machen, ist zwei Flaggschiff-Smartphones miteinander zu vergleichen. Linke Hand haben wir das HTC One M8, gerade auch erst veröffentlicht. Rechte Hand haben wir das LG G3, das hier soeben vorgestellt wurde. Ihr seht das gleich, das HTC One M8 ist trotz des nur in Anführungszeichen 5 Zoll Displays deutlich höher als das G3. Also das G3 hat eine sehr, sehr große Display-to-Body-Ratio, das heißt, die 5,5 Zoll Display, die passen hier in ein deutlich kleineres oder zumindest nicht ganz so hohes Gehäuse wie beim HTC One M8. Übereinander gelegt ist das M8 natürlich trotzdem ein bisschen schmaler. Gucken wir uns das Ganze mal von der Seite an. Also das nimmt sich beides nicht viel. Beide Geräte sind auch hinten so ein bisschen kurvig, sage ich mal. Schmiegen sich beide sehr, sehr gut in die Hand an. Und sie sind haptisch durchaus sehr, sehr gut, sehr, sehr gut verarbeitet. Jetzt fällt mir hier das M8 runter. Innere Werte beim HTC One M8 haben wir einen Snapdragon 801 mit 2,3 GHz. Hier im G3 dieselbe CPU mit 2,5 GHz. Macht keinen großen Unterschied. Was vielleicht einen kleinen Unterschied macht, ist, dass das Display im M8 nur in Anführungszeichen mit Full HD auflöst, also 1920x1080, im G3 mit 2560x1440. Ich tue mich allerdings ein bisschen schwer, da jetzt einen sehr großen Unterschied wahrzunehmen. Ansonsten, beide Geräte sind top verarbeitet. Beim M8 haben wir tatsächlich ein Aluminium-Unibody-Gehäuse. Das beim G3, das ist wirklich nur in Anführungszeichen wieder Plastik mit einer Art Metallfinish. Sieht man jetzt hier vielleicht bei der weißen Version nicht ganz so gut. Ein wichtiger Punkt ist, denke ich, noch die Kamera. Im HTC One M8 haben wir eine Ultrapixel-Kamera mit maximal 4 Megapixel Bildauflösung verbaut, die auch über keinen optischen Bildstabilisator verfügt. Dafür diese Duo-Kamera. Das ist ein Gimmick, aber für einige Leute ganz nett. Die kann 3D-Bilder aufnehmen, bei denen man im Nachhinein den Fokus verändern kann. Beim G3 haben wir eine 13-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator und Laser-Autofokus. Hier ist so ein Laser drin, der auch besonders schnellen Autofokus ermöglichen soll. Beide Geräte verfügen auch über einen LED-Blitz. Ich persönlich könnte mich jetzt nicht unbedingt zwischen einem der beiden Geräte entscheiden. Wahrscheinlich würde das G3 dann wegen der vermutlich etwas besseren Kamera das Rennen machen. Trotzdem beides wahnsinnig gute Geräte. Und das war es erstmal vom Vergleich zwischen dem M8 und dem G3. Ich bin Frank von AndroidNext.de. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren, Kommentar hinterlassen. Freuen wir uns. Bis zum nächsten Video. Ciao.